Hallo Martin hier, ich grüße euch. Ich würde euch recht herzlich einladen zu meinem ADX-Workshop, meine Workshop-Reihe vom 3.12. bis zum 6.12. jeweils ab 20 Uhr bis Open End. Das werden sicherlich 16 bis 20 Stunden werden, je nachdem. Nicht pro Tag, insgesamt. Und ich möchte noch mal einige Dinge klären, weil ich auch ja im Internet und überhaupt in den ganzen Foren viele interessante Diskussionen gelesen habe und bin trotzdem noch der Überzeugung, dass viel zu wenige Trader sich mit dem ADX beschäftigen. Vor allem natürlich auch in der Kombination mit Parabolic Bollinger, gegebenenfalls auch natürlich andere Moving Averages, aber diese drei, vier Kandidaten sind die wichtigsten, besser geht's nicht. Ne? Denn es ist so, Trading ist nicht einfach, es muss aber auch nicht kompliziert sein. Ihr braucht kein Experte sein, wir brauchen nicht die Bilanzen analysieren, wir brauchen auch im Bereich Forex kein Währungshändler, Bankenhändler, irgendetwas sein. Denn es geht nur um eins im Markt. Es geht nur um ein Thema. Die Preisaction, wo kommen wir her, wo sind wir und wo. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, wo wir hingehen könnten, von dem Stand, von dem Punkt aus, wo wir gerade sind? Mehr geht es nicht, denn im Preis steckt alles drin. Wenn du den Trend erkennst und genau weißt, wo du stehst, dann kannst du auch Rückschlüsse ziehen, wie die mögliche nächste Preisaction ist. Und ich sehe das immer wieder, ne? Auch gerade bei den News, gerade bei entsprechenden. Ja, wie gesagt, fundamentalen Informationen. Da schaut man einfach auf den Schlusskurs, schaut an, wo macht sozusagen oder wo wird die Parabolik durchbrochen, wird sie nicht durchbrochen, läuft noch der Abwärts dann etc. Der Schlusskurs zum Beispiel. Und da steckt einfach alles drin. Und glaubt mir, und glaubt mir, und glaubt mir, egal in welcher Zeiteinheit, die Profis handeln diese Dinge, die wir besprechen. Ja, sie wissen um die Dinge, denn dort ist die Action. Ja, dort werden, oder besser gesagt, in bestimmten Marktsituationen, die ich jetzt auch ganz kurz nochmal erläutere, wird entschieden, ne, gibt es einen Trendbruch, geht der Trend weiter und da gibt es sehr interessante Einstiege, klare Regeln. Ne, und du kannst dir wirklich das Leben total einfach machen. Also ich habe jetzt alle, die bei mir waren im Coaching oder egal wo, sagen, wow, ne, mein Trading wurde verbessert. Es ist einfach besser geworden, weil das einfach so ist. Ja, und ich möchte euch was Gutes geben. Ich möchte nicht eure Zeit verschwenden. Ja, und ihr werdet ein besserer Trader werden. Ne, man muss aber auch arbeiten. Es ist kein Indikator, wo man sagt, da drücke ich auf Knöpfchen und programmierbar ist es jetzt nur relativ. Braucht es auch nicht, denn du bist ja ein kluger Trader. Du möchtest ja die eigenen Setups machen, denn du musst manchmal entsprechende Abwägungen machen, wo du sagst, okay, das ist jetzt die und die Marktphase, jetzt kommen morgen News, dann ist zwar der ADX okay, aber der ADX weiß ja nicht, dass morgen irgendein Ereignis ist, sage ich mal. Dann stehst du hier am Rand und wartest einfach etc. Das sind einfach Sachen, wo wir als Trader selbstständig denken müssen, nicht das dem Automaten überlassen. Es ist aber auch programmierbar für diejenigen, die natürlich auch da fit sind. Da kann man sehr viele Dinge einfach programmieren. Das ist auch für Langfrist-Trader-Investoren hochinteressant. Ich hatte letztens drei Kunden, die sich total verspekuliert haben. Dann habe ich denen die ADX-Systematik und also Trenderkennung gezeigt und haben gesagt, mein Gott, da hätte ich niemals gekauft, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und das ist halt so. Du erkennst das viel, viel früher und schneller. Also einen Trend oder ein Gegentrend, sagen wir mal, Marktphasen, Schiebezonen, was auch immer. Und wir sind sozusagen jetzt hier der Bildhauer. Was macht denn der Bildhauer? Nun, der Bildhauer macht das Wesentliche weg, Entschuldigung, das Unwesentliche weg und sozusagen, das ist die Preisaction, diese schöne Skulptur ist die Preisaction. Das ist das Wesentliche, nichts anderes, aber nichts anderes. Nichts anderes. Da steckt alles drin. Schlusskurs und der Trend. Ich muss das aber nochmal vorausnehmen. Warum habe ich das jetzt übrigens ganz kurz? Ja, hier Apps nochmal extra, alles klar, kein Problem.
Der Schlusskurs und der Trend. Ja. Das entsprechenden, also in der entsprechenden Zeiteinheit. Trend, damit ist gemeint, dass man eben bestimmte Perioden aus der Vergangenheit nimmt und sie vergleicht, höhere Hochs, tiefere Tiefs, Average to Range. Und dann hast du einen gewissen Trend, der hat eine gewisse Stärke oder hat keine Stärke. Und dann kommt es auf einen Schluss, kommt es auf den Schlusskurs drauf an. Und die Kunst ist nun, diese zwei Dinge zusammenzubringen. Wo komme ich her? Oder wie werden die Perioden berechnet? Da ist der ADX perfekt. Da kann man dann entsprechend mit der Periodenanzahl, kannst du 14 nehmen, kannst du 18 nehmen, kannst du 27 nehmen. Das hängt davon ab, das werde ich im Workshop besprechen, was da besser oder schlechter ist. So, dann hast du einen Schlusskurs in deinem Instrument, in deiner Zeiteinheit. Und dann kannst du abwägen, welche Wahrscheinlichkeit jetzt am größten ist. Und du nimmst dann die, die eben am größten ist. Oder du handelst momentan noch nichts. Ja, sondern das heißt, du kannst genau bestimmen, auf das Candle genau, hat jetzt der Markt aufgrund der Konstellation des aktuellen Schlusskurses und der vorherigen Periode die größere Wahrscheinlichkeit, in die Richtung zu gehen, und das kann sogar zu einem größeren Trend werden. Das können wir 1000%ig bestimmen. Wir wissen nie, wie stark ein Trend entsteht. Wir wissen auch jetzt nie, genau, wie stark er wird. Ja. Aber das brauchen wir auch nicht. Und du als Trader musst ein entsprechendes Money Management Setup machen. Ich gebe dir die klaren Regeln. Ne? Und dann kannst du das perfektionieren. Also sprich, du kriegst genau einen Einstieg, genau einen Stop. Wie man natürlich jetzt den Trade managt, das ist Money Management. Aber da werde ich auch einiges dazu sagen, dass man da schon ein paar Ideen oder Möglichkeiten hat, wie man dann diesen Trend am besten catcht und laufen lässt. Sehr, sehr interessant. Und das brauchen wir jetzt also weniger eigentlich. Ich habe das Chart jetzt mal hier rein. Wir machen folgendes, wir machen das nächste Chart, das ist viel interessanter. Wenn du ein ADX-Spezialist bist, bist du auch ein Preis-Action-Spezialist. Ja? Denn wir müssen ein Preis-Action-Spezialist sein. Und jetzt ist es so, es gibt natürlich auch andere Indikatoren. Es wird sehr oft eben das Volumenchart genommen, auch Market Profile. Und die sind ja alle auch in ihrer Art oder in einem entsprechenden Rahmen auch gut. Ja, kann man nicht sagen, das ist schlecht oder gut. Mit dem ADX in der Form oder gegebenenfalls in einer Kombination dessen, ja, sprich Market Profile oder Volume Profile, ja, ist das eine unschlagbare Edge. Generell ist die Kombination die Edge, also wir machen die Bollinger und Parabolik und ADX, und das ist also eine sehr, sehr starke Kombination, eine sehr kraftvolle Kombination. Du kannst auch das Market Profile nehmen, aber du wirst sehen, dass zwei Dinge geschehen. Wenn wir ganz klar, und das, ich gebe dir auf das Candle, auf den Schlusskurs des Candles, sage ich dir, jetzt hat der Markt eine größte Chance, in einen Trend reinzukommen, springt plötzlich auch das Volumen an. Das heißt, das macht auch Sinn. Denn wir konzentrieren uns hier mit unseren Studien genau auf die Price-Action, wo entsprechende Trigger im Markt sind, wo entsprechende Movements im Markt kommen, denn entsprechende professionelle Trading-Systeme springen darauf an. Es nützt dir nichts als Trader, wenn du Recht hast, analysierst und glaubst, was du denkst, wenn die Price-Action nicht anspringt, wenn es kein Momentum gibt, nützt dir das nichts. Das ist genau das gleiche Beispiel. Du analysierst eine Top-Aktie, sie fundamental hervorragend ist. Sie ist bei 10 Euro. Du sagst, wow, die hätte Potenzial auf 1000 Euro hochzugehen. Aber sie bleibt 2 Jahre bei 10 Euro stehen. Weil die Leute oder der Markt es nicht versteht. Sie verstehen die Aktien nicht, sie springen nicht drauf an, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht passt denen die Nase des Geschäftsführers nicht oder des Vorstandes, keine Ahnung. Du hast recht, aber es kommt keine Price-Action, du verdienst kein Geld. Das heißt, es muss dir völlig wurscht sein, was du glaubst oder was, sondern du sagst, wenn ich Geld verdienen möchte, muss ich einfach auf die Price-Action springen, die jetzt gerade vorhanden ist. Und das können wir. Das heißt, im Preis steckt alles drin.
Was steckt denn da alles drin im Preis? Das ist der Preis hier. Das ist, sagen wir, ist egal. Das ist die Preis-Action im heutigen Tag zum Beispiel. Dort stecken Erwartungen, Spekulationen. Die Zukunft steckt da drin. Leute glauben an etwas und kaufen oder verkaufen. Preisakzeptanz bedeutet, naja, an diesem Level wird momentan der Preis akzeptiert oder mehr oder weniger akzeptiert. Es ist Optionsverfall. Also zum Beispiel gibt es Gründe, die von einer anderen Quelle herkommen, also sprich von der Optionswelt, werden heute Anpassungen gemacht, werden heute Hedge-Aktivitäten gemacht, Delta-Anpassungen etc. etc. Das heißt, es steckt alles da drin. Punkt aus, basta. So, das heißt, dich interessiert überhaupt nicht, was du über dein Instrument denkst, ja, oder was andere denken. Das ist völlig uninteressant. Sondern du bist Spezialist sein. Was passiert gerade? Wo bin ich gerade? Wo ist der Schlusskurs? Wo ist die Parabolik? Wo ist jetzt hier gerade wo könnte eine Trendumkehr kommen? Etc. Hilfreich wie das ADX in Kombination Bollinger-Parabolik, die ich vorstelle, und der Schlusskurs. Das heißt, der Schlusskurs ist unheimlich wichtig und interessant, sodass du dann in bestimmten Marktsituationen einfach abwartest, nichts machst. Nichts tun ist auch Trading, dass du einfach sagst, ich warte, bis der Schlusskurs da ist und dann gibt es mir das oder das Signal und dann weiß ich, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir diesen Raum haben und das ist eher eine kleinere Wahrscheinlichkeit aufgrund der Sache. Und da kann ich dir ganz genau sagen, was nach so einem Candle, nach einem entsprechenden Crossing, Candle etc. passiert. Und das ist wiederholbar. Das heißt, du hast hier ein wiederholbares System in allen Zeiteinheiten, in allen Märkten. Du bekommst aber ein gutes Signal nicht so oft. Im 3 Minuten, vielleicht 2-3 Mal am Tag, ein 10-Minuten-Signal einmal am Tag, ein Stundenchart alle 3 Tage. Warum ist das so? Ist ja logisch. Ein gutes Signal gibt es nicht so oft. Eine gute Suppe ist nur deswegen gut, weil es auch nicht so oft gibt. Ja, natürlich kannst du auch jeden Tag gute Suppe essen, dann wird es aber irgendwann vielleicht nicht mehr so gut. Nein, was ich damit sagen will, ist, ein gutes Signal, wenn du einen Trend catchen möchtest, darf ja gar nicht so oft vorkommen. Sonst gibt es ja keinen Trend. Also sprich, wenn du in einem Markt den entsprechenden Trend im 10 Minuten, 3 Minuten kriegst, dann hast du einen Schuss, vielleicht zwei, und dann war es das in diesem Instrument an diesem Tag zum Beispiel. Und wenn du danach handelst, hast du schon mal einen großen Schritt gemacht. Du kannst bei guten Setups keine große Anzahl von Signalen sehen. Und da könnt ihr auch schon auch die Qualität eines Qualitäts- oder Indikatoren sehen. Wenn ihr ständig irgendwelche Signale habt, ist das ein schlechter Indikator. Denn ihr seid einfach dann zu kurz drin und ihr catcht keinen Trend. Ich habe hier den Euro-US-Dollar jetzt. Das ist die letzten 1-2 Tage. Und ich zeige euch jetzt ganz schnell, ganz klar 3 Einstiege, die ich euch aufzeigen kann, die wiederholbar sind, jeden Tag, in jeder Einheit. Wir wären hier long gegangen und ich werde euch begründen, warum. Das hätten wir mitgenommen, der Rest, den Stop hätte ich auch ganz klar gesagt, wo wir den Stop, den anfänglichen Stop setzen und wie wir auch den Trade am besten managen können. Ich hätte euch ein weiteres Signal gegeben, und zwar hier ein Signal, hier ein Signal mit den entsprechenden Stops, hier ein Signal. So, im Club, dass ihr jetzt auch das richtig versteht, mache ich diese Analysen auch im Vorfeld. Das heißt, ich habe ungefähr 200 Videos seit 2 Jahren in meinem Club, wo ich genau diese Sachen jetzt nicht jeden Tag, aber sehr oft bespreche, sodass ihr nicht denkt, ja, im Nachhinein sind wir alle schlauer. Ich sage das auch im Vorfeld. Also ich werde es auch im Workshop genauso definieren, wenn das Signal entsprechend kommt. Das heißt, wir haben in den letzten 2 Tagen 1, 2, 3, 4 Signale, die ich dir zeigen könnte, oder besser gesagt, die du dann selbst bestimmst oder entwickelst oder siehst. Und wenn man die entsprechend tradet, hast du eine verdammt hohe Trefferquote, denn alle anderen Signale, die hier kommen, würden wir nicht traden. Ich habe alle schon eliminiert im Vorfeld, die schwer tradable sind, wo wir schwierig reinkommen, wo wir größere Wahrscheinlichkeiten haben, dass der nicht funktioniert.
Nur diese vier. Mehr hast du nicht in diesen Stunden. Mehr kriegst du nicht. Das reicht dir doch, oder? Und wenn du hier irgendwas abgeschöpft hättest, und wenn du hier irgendwas abgeschöpft hättest, wenn du hier irgendwas abgeschöpft hättest, ja, und hier hast du vier gute Treffer gehabt, und dann hängt es von deinem Kopf an und von deinem Money-Management, von deiner Disziplin, was du draus machst. Das ist kein System, was du backtesten kannst, sondern das sind Einstiege, die du perfektionieren kannst und die du managen kannst. Ja? Und so musst du das auch sehen. Ne? Hier im, was ist denn das, WDI, weiß ich gar nicht. Das ist eine Aktie, weiß ich gar nicht, was das für eine ist. WDI, was habe ich da genommen? Achso, doch, Wirecard, sorry. Das ist Wirecard im Weekly. So, wenn jetzt ein Investor, ja, fragt, wann würdest du in WDI investiert haben, ja, dann kannst du ihn, wenn du das Weekly, die Weekly-Analyse machst, in Wirecard, hättest du ihm zwei ganz klare Signale gegeben. Zwei. In den letzten Jahr. Hier wärst du long gegangen. Du hast gesagt, hier, ich sage das im Club, im Seminar, werde ich ganz genau drauf eingehen, hier, das zweite Mal hier und das dritte Mal hier. Du hättest ihn dreimal, ne, gesagt, er soll entweder hier kaufen, gegebenenfalls hier zukaufen, hier nochmal zukaufen. Alles andere, ne, fertig. Du hättest ihm hier nicht gesagt, weil du hier keine Signale hattest. Das heißt, das kann man natürlich scannen, wenn jemand sagt, du, such mir jetzt mal interessante Kandidaten auf langfristiger Sicht, also 2-3 Jahre Investition, dann suchst du dir im Monthly, gegebenenfalls im Weekly, gegebenenfalls im Monthly, nach den Mustern, die ich dir zeige, kannst du das auch, das kann man auch scannen, kann ich auch zeigen, hättest du jetzt drei ganz klare, ganz klar, egal was Leute denken, was du in den Nachrichten, das ist völlig uninteressant. Diese Dynamik, ja, und ich trade 20 Jahre, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das Ding auch erarbeitet, ich habe es gesehen, ich habe Fehlerquellen, ich habe es falsch getradet, ich habe es nicht richtig erkannt. Ich habe immer das Perfektionieren, immer versucht zu perfektionieren. Ich habe auch gedacht, News und alles andere ist wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es spricht jemand zu euch, der 20 Jahre tradet, und ich sage euch, dass News und das Drumherum überhaupt nicht wichtig ist. Sondern ob hier diese Kerze, da, ob der ADX zum Steigen kommt, ob die Bollinger hier drüber kommen, ob die Parabolik hier ist, ob du überhaupt der Mittellinie Bollinger bist und ob die Preisaction hier oder wie sie war. Aber das sehen wir ja hier. Also sprich, das interessiert dich. Ne? Und nach bestimmten Dynamiken weißt du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das stattfindet, dass auch das nächste stattfindet. Wie stark nun ein Trend, und das werden wir nie wissen. Ja? Das ist Quatsch, brauchen wir auch nicht. Sondern du bist bei der Geburtsstunde dabei. Ja? Du bist bei der Geburtsstunde dabei und hier ist Welles Wilder Junior, hervorragend, erstklassiger Mann. Leider ist so ein bisschen ruhig geworden um ihn. Ich glaube, in Neuseeland ist er irgendwo. Ich erkläre euch genau, was der ADX ist. Wir haben hier nur 8 Marktphasen, Punkt aus, basta. Wir lernen diese Marktphasen, ob Käufer, Verkäufer etc. am Markt sind. Mehr interessiert dich nicht, null. Ja? Null interessiert dich, ja. So, das gehen wir noch ein bisschen drauf an, das brauchen wir nicht, wir gehen da nicht ins Detail. Ne? Hier ist die Berechnung eben, da haben wir auch die Average to Range. Und dann wissen wir, aha, woher, wie entsteht der ADX. Ne? Und dann weißt du da mehr, ja, sage ich mal. Die Perioden werden wir besprechen, da gibt es sehr, sehr viel zu besprechen, denn ich habe jetzt viele, viele im Club und gecoachten, die versuchen oder die verschiedene Perioden genommen haben, und da werde ich einiges dazu sagen, hängt auch davon ab, welche Software du nimmst, da gibt es auch Unterschiede, kleine, wegen den Glättungsmethoden. So, das ist alles unheimlich wichtig und interessant, und nochmal, Gründe, warum du dich mit dem ADX beschäftigen solltest. Klare Trendbestimmung, auf das Candle genau, Schluss auf das Candle genau, glasklare Stoppregeln, Preis-Ziel-Definition, also du kannst abschätzen, wenn das passiert mit dem ADX und das Level das erreicht ist, ist das nächste machbar. Divergenzen erkennen, sehr, sehr schön. Das heißt, du kannst Preis-Action und ADX-Levels, da kannst du Divergenzen sehen, die sind erstklassig. Ja? Daraufhin kannst du kannst den Trendumkehr erkennen. Du kannst sehen, ob der Markt jetzt in einer Range ist und ob der Ausbruch was wird oder nicht, oder ob, wenn jetzt hier ein Gegentrend kommt, ob der jetzt in die Range kommt.
oder ob das jetzt zum Gegentrend wird, etc. Das kannst du alles glasklar erkennen mit den Vorgaben, die ich gebe. In allen Zeitebenen mit entsprechenden Periodenanpassungen, in allen Märkten, ETFs, Aktien, CFD, Forex, alles querbeet. Bei manchen funktioniert da weniger, das heißt, sprich, kleinere Aktien mit weniger Volatilität, da funktioniert es nicht ganz. Warum? Ja, wenn du wenig Volatilität hast, dann reicht manchmal nur ein kleiner Move und hat zwar ein schönes Signal im ADX, aber von der Preisaction nicht. Ja. Je nach Zeitebene hast du im 10 Minuten, in 3 Minuten dreimal am Tag, im 10 Minuten einmal am Tag, im Stunden alle 3 Tage. Ja. Sehr schöne Setups, kannst du Swing Trading perfekt machen, aber absolut perfekt. Ja, okay. Seid ihr bei mir? Ja? Wo habe ich denn das jetzt geschrieben? Das habe ich, glaube ich, hier unten geschrieben. Siehst du, jetzt habe ich das hier eingebettet. Da ist immer. ADX Workshop. 3.12., 6.12., 20 Uhr. Jeden Tag. Open End. Finance Coach Seminar ADX Indikator XMS. Und ich werde jetzt hier auch den entsprechenden Link nochmal reingeben. Bis dann.